Hallo, hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobbykompanie aus Quickborn. Und magst du auch so gerne Washi-Tape, dieses Klebeband, dieses bunte, schöne Klebeband? Ja, das Aufbewahren ist immer nicht ganz einfach. Im Augenblick haben wir so ein Dreier-Set ja nur einmal. Dazu eignet sich also ganz toll hier unsere kleine Klarsichtbox, die immer, ich glaube, mit 8 Stück verpackt sind. Entweder so als kleines Geschenk oder eben auch wirklich zum Aufbewahren. Du kannst es ja so hinstellen und dann hast du deine Rollen immer griffbereit. Also das passt aber nur für 3, vielleicht für, wenn noch ein ganz schmaler dabei ist, dann wird es eventuell für 4 passen. Aber wir haben jetzt im neuen Saisonkatalog ganz tolle Sachen wieder, richtig schöne, aber es sind aber 5 drin. So, wie verpacke ich die nun? Ich habe mir zwar so ein ganz tolles Gestell gekauft, aber da sind halt nur die drin, die nicht mehr aktuell sind. Ich habe mittlerweile so viele, aber die aktuellen muss ich natürlich immer parat haben und da habe ich mir so eine kleine Box hier gemacht und möglichst immer passend zu den Grundfarben, die da drin sind. Und wenn ich dann mehrere Boxen habe, hier zum Beispiel in Rot, dann kann ich die zum Beispiel stapeln. Oder ich kann sie natürlich auch so hinstellen, wie mir das gerade gefällt. Ich zeige dir mal, wie ich die gemacht habe. Du siehst, ich habe hier schon mein Stanz- und Falzbrett für Briefumschläge bereit. Und ich habe mir Farbkarton, wie gesagt, immer so ein bisschen passend zu den Grundfarben. Dann weiß ich immer auf Anhieb, was ist da drin. Das ist jetzt 17,5 x 17,5 cm. So, dann habe ich hier mein Stanz- und Falzbrett, nicht nur für Briefumschläge. Und das Ganze lege ich jetzt an, also oben Inch, unten Zentimeter. Zentimeter sieht man ja immer ein bisschen schlechter. Also ich lege das auf 4,5 cm an. Dann stanze ich und falze ich und auf 12. Weil das soll ja eine Verpackung werden. So, dann drehe ich das Ganze auf die gegenüberliegende Seite und mache da genau das gleiche nochmal. Also 4,5 und 12. So, und wenn ich jetzt die anderen beiden Seiten mache, ich sehe es manchmal nicht so hundertprozentig hier, dann brauche ich jetzt nur diesen Ausschnitt hier an diese Kante zu legen und dann, ich zeige das nochmal ein bisschen dichter, so, dann ist auch diese Nase in Verlängerung meiner vorher schon gestanzten und gefalzten Linie. So, und da mache ich das gleiche, schiebe jetzt die nächste Ecke dagegen und das wiederhole ich dann nochmal auf der gegenüberliegenden Seite. So sieht jetzt das Teil aus. Und zwar sind diese beiden ein bisschen kleiner und diese 3 sind gleich groß. Und diese 3 gleich großen, die nehme ich zum Schneiden. Also einmal, zweimal und an der gegenüberliegenden Seite ganz genauso. So, jetzt kann das alles schon gut gefalzt werden. Dann kommt nochmal mein Schneidebrett bzw. Falz- und Schneidebrett hier, mein Papierschneider zum Einsatz. Und jetzt nehme ich halt die Teile hier von diesen etwas größeren, die ich eingeschnitten habe, eine Seite. Und davon werde ich auf diesem Teil hier, was so spitz zuläuft, das werde ich nochmal falzen und zwar jeweils einen halben Zentimeter. Also insgesamt ein oder erst einen halben und dann ein. Und zwar, wenn du am Ende dieser braunen Schiene dein Papier anlegst, dann ist das ein halber Zentimeter. Ist egal zu welcher Seite, das ist immer etwa ein halber Zentimeter. Also, da lege ich jetzt
diese Falzlinie lege ich jetzt so als halben Zentimeter an und diesen Falz, den ich jetzt gemacht habe, den lege ich noch mal so auf diesen halben Zentimeter an oder eben den vorherigen auf einen. Ich will dich aber nicht durcheinander bringen. Ich zeige dir aber jetzt, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, das kann man jetzt hier ganz gut erkennen. Also ich habe jetzt hier noch mal zweimal gefalzt. So, und jetzt kann ich das Ganze kleben. Damit fange ich dann hier an dieser gegenüberliegenden Seite an. Klebe das bündig aneinander. Und dieses, ich klebe es rein, aber du kannst es auch nach außen, wie du das gerne möchtest. Ich würde es aber auf jeden Fall dran lassen, nicht abschneiden, weil es gibt noch ein bisschen Stabilität. So, hier an den Seiten, diese Teile hier, die klebe ich auch nach innen rein, aber wie gesagt, du kannst das machen, wie du das möchtest. So, und jetzt habe ich noch dieses Teil, wo ich die Falzlinien gemacht habe. Und da gebe ich ein bisschen Kleber an diese extra gefalzten Linien und klebe das jetzt auf der mittleren zusammen. Also so, dass praktisch so ein kleines Stück hier drüber steht. So, der Rest ist noch frei und jetzt klebe ich ja den Rest praktisch zusammen. So, das hier auch gegenkleben. So, und dieses Dreieck, was jetzt noch über ist, das klebe ich jetzt auch rein. So, so sieht es jetzt aus. Also das hier steht hier so ein bisschen drüber und das soll auch sein. Wenn das alles gut getrocknet ist, knicke ich das nämlich jetzt nach oben. Und wenn ich jetzt das passende, mein passendes Washi-Tape nehme und da reingebe, dann siehst du, es fällt nicht sofort raus, wenn es da drin mal hin und her rollt. Und nachher bei den einzelnen ist es ganz genauso, also auch so die einzelnen, die rollen dir dann nicht gleich entgegen, sonst kann es durchaus mal sein, dass sie dir ja entgegenkommen. Ja, und so mache ich das jetzt für alle Farben etwa gleich. Es kommt jetzt noch Orange dazu. Dann habe ich, glaube ich, alle aus dem Saisonkatalog dabei. Und wie gesagt, ich kann sie so stapeln, aber ich kann sie mir auch so hinlegen. Vielleicht brauche ich nur eine Sorte und ich finde, sie sind so ganz nett verpackt. Ja, das war's hier aus Quickborn und ich sag tschüss. Ja, eine Idee, die mir dann jetzt kam, nachdem ich ja fast fertig war. Natürlich lassen sich die kleinen Boxen auch gleich mit dem Washi-Tape so ein bisschen dekorieren. Wozu ist es denn da?